Wer könnte das denn noch sein? Oh, hallo mein Freund. Ich hätte nicht gedacht, dass du zu so später Stunde noch wach bist. Komm doch herein. Kannst du auch nicht schlafen? Wenn ich nicht schlafen kann, setze ich mich gern hier in den Sessel vors Feuer. Dann lese ich noch eine kleine Geschichte, um mir das Einschlafen zu erleichtern. Vielleicht kann ich ja auch dir mit einer kleinen Geschichte das Einschlafen ermöglichen. Rosies Reise. Rosie lebte mit ihrer Mutter in einem kleinen Haus im Wald. Sie waren sehr arm, denn der Vater war fortgegangen, um sich als Goldgräber zu versuchen, und war nie zurückgekehrt. Als dann auch noch die Mutter starb, war Rosie ganz allein. Sie hatte keine Mutter mehr, kein Zuhause und kein Geld. »Was wirst du jetzt machen?«, fragten die Leute. »Ich werde mich auf die Suche nach meinem Vater machen«, antwortete Rosie tapfer. Und wenige Tage darauf machte sie sich auf, ihn zu suchen. Eines Tages hielt sie gerade Rast an einem Fluss. Da sah sie einen Fisch am Ufer liegen, der fast tot war. »Du armes Ding, schwimm los und sei wieder glücklich«, sagte sie, als sie ihn wieder in den Fluss setzte. »Vielen Dank, liebes Kind. Das werde ich dir nie vergessen und dir eines Tages auch helfen«, sagte dieser. »Aber wie kann denn ein so kleiner Fisch einem so großen Mädchen wie mir helfen?«, lachte Rosie. »Warte es nur ab, dann wirst du schon sehen«, antwortete der Fisch und schwamm mit einem kräftigen Schlag seiner Schwanzflosse davon. Rosie ging weiter und vergaß schon bald die Geschichte. Kurz darauf, als sie am Gras nach wilden Erdbeeren suchte, fand sie eine Feldmaus mit einem gebrochenen Bein. Rosie nahm die Maus vorsichtig in ihre Hand und legte einen Verband aus einem Minzblatt und einem Grashalm um das gebrochene Bein. Dann trug sie die Maus zu ihrem Nest unter der Wurzel eines alten Baumes, in dem vier kleine Mäuschen jämmerlich nach ihrer Mutter riefen. Aus Distelwolle bereitete sie der kranken Maus ein Bett, legte daneben so viele Beeren und Samenkörner, wie sie nur finden konnte, und stellte dazu ein Eichelschälchen mit Wasser, das sie aus der Quelle schöpfte, damit sie alle gut versorgt waren. »Liebe kleine Rosie, ich werde dir deine Freundlichkeit eines Tages vergelten«, sagte die Maus. »Ich fürchte, du bist nicht groß genug, um viel tun zu können«, antwortete Rosie und machte sich dann wieder auf den Weg. »Warte es nur ab, dann wirst du schon sehen«, rief ihr die Maus noch nach. Und auch die kleinen Mäuschen fiebten bestätigend. Einige Zeit darauf hatte Rosie es sich für die Nacht in einer Astgabel bequem gemacht und wartete nun auf den Sonnenaufgang. Da hörte sie ein lautes Summen direkt neben sich und sah, dass sich eine Fliege in einem Spinnennetz verfangen hatte. Eine große Spinne war bereits dabei, sie mit ihren Fäden zu umschlingen. Die arme Fliege versuchte verzweifelt zu entkommen. Rosie hob ihre Finger und zog das Spinnennetz zu sich. Die Spinne rannte davon, um sich zu verstecken, aber die Fliege saß nun auf Rosies Hand und säuberte ihre Flügel. »Du hast mir das Leben gerettet, und wenn ich kann, dann werde ich deines retten«, sagte sie und strahlte Rosie mit ihren bunt leuchtenden Augen an. »Du dummes Ding, du kannst mir doch nicht helfen«, antwortete Rosie. Die Fliege flog mit lautem Summen davon und rief wie die Maus und der Fisch: »Warte es nur ab, dann wirst du schon sehen.« Rosie wanderte weiter, bis sie schließlich zu einem großen Meeresarm kam. Die Berge waren auf der anderen Seite zu sehen, aber wie sollte sie über das Wasser gelangen? Müde und traurig setzte sie sich ans Ufer und weinte. »Hallo«, rief da eine Stimme neben ihr, und der kleine Fisch steckte seinen Kopf aus dem Wasser. »Ich bin gekommen, um dir zu helfen«, sagte der Fisch. »Ich werde meinen Freund den Wal rufen, und er wird dich ans andere Ufer bringen.« Schon war der kleine Fisch wieder im Wasser verschwunden, und Rosie wartete darauf, was als nächstes geschehen würde, denn sie glaubte eigentlich nicht daran, dass ein solch kleiner Fisch einen Wal dazu bringen konnte, ihr zu helfen. Aber in diesem Moment schwamm etwas, das aussah wie eine kleine Insel, auf sie zu. Es war der Wal. Mutig stieg Rosie auf dieses große, seltsame Boot und hielt sich gut fest. So hatte sie eine angenehme Überfahrt und sprang schließlich glücklich auf die andere Seite des Ufers.
Sie bedankte sich herzlich bei dem freundlichen Wal, der eine Fontäne herausblies und dann wieder weiterschwamm. Rosie ging nun weiter, bis sie zu einer großen Wüste kam. »Da kann ich niemals durchlaufen«, sagte sie. »Ich werde darin verdursten.« »Ich bin gekommen, um dir zu helfen«, sagte eine freundliche Stimme. Und auf einmal stand die kleine Maus neben ihr. »Wie das, du liebes kleines Ding? Ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. Aber ich bin mir sicher, dass du mir nicht helfen kannst, diese Wüstetour durchqueren«, sagte Rosie und streichelte das weiche Fell der Maus. »Das ist einfach«, antwortete die Maus. »Ich rufe einfach meinen Freund, den Löwen.« Schon im nächsten Augenblick hörte man ein lautes Brüllen. Und ein wunderschöner, goldener Löwe mit einer langen Mähne lief majestätisch über den Sand. Er legte sich wie eine Katze neben Rosie und so konnte sie leicht auf seinen Rücken steigen. Mit eleganten Sprüngen jagte der Löwe über den Sand. Als sie auf der anderen Seite angekommen waren, bedankte sich Rosie bei dem Löwen und er rannte zurück in die Wüste. Rosie stand nun vor einem hohen Berg, auf den viele sich windende Wege hinaufführten. Tapfer lief sie los, doch sie nahm den falschen Weg und musste feststellen, dass er vor einem Felsen endete, den sie nicht überwinden konnte. Da begann sie zu weinen. Nach einer Weile hörte sie einen Summen. »Liebe Rosie, weine nicht. Ich bin gekommen, um dir zu helfen«, sagte die Fliege. »Mein Freund, der Adler, wird dich hinauf auf die Berge tragen und dich vor der Haustür deines Vaters absetzen«, rief die Fliege. Als ein großer, mächtiger Adler neben Rosie landete, machte sie es sich zwischen seinen braunen, weichen Federn bequem und legte ihre Arme um seinen Hals. Mit seinen großen Flügeln schwang sich der Adler in die Luft und flog höher und höher, bis die Bäume wie Grashalme aussahen. Es war bereits dunkel, als sie landeten, aber die Feuer in dem Kamin der Häuser brannten noch. Und so ging Rosie von Hütte zu Hütte, um ihren Vater zu suchen. Schließlich kam sie zu einem Haus, in dem das Bild eines hübschen kleinen Mädchens an der Wand hing und darüber stand: »Meine liebe Rosie«. Da wusste sie, dass sie richtig war. Sie aß zu Abend, legte mehr Holz auf und ging zu Bett, denn sie wollte frisch und ausgeschlafen sein, wenn ihr Vater am Morgen käme. Endlich war sie zu Hause angekommen und bereit, den Rest des Lebens glücklich mit ihrem Vater zu verbringen. Ende unserer Geschichte. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich leg mich jetzt ins Bett. Komm, spring dich noch zur Tür. So, gute Nacht, mein Freund. Wir sehen uns morgen früh.